Dieses Video hier entstand am vergangenen Freitag gemeinsam mit den Gewinnern des Wirtshaus-Kulturgewinnspiels. Sie kamen nach Grumbach, genossen den, wie sie selbst sagten, besten Zwiebelrostbraten der Welt und hatten, so wie ich sage, die wahrscheinlich skurrilste Mountainbike-Ausfahrt der Welt, weil sie sicher nicht so ablief, wie sie sich selbst es vorgestellt hatten. Aber A, hatte ich zuvor einen Plan mit ihnen, B, hatten die keine Ahnung, was auf sie zukommt und C, werden wir jetzt das Bild umdrehen und ich sage, Film ab. Wir sind gerade am Weg nach Grumbach. Dort warten schon ein paar Abonnenten, weil heute gibt es eine Tour mit den Abonnenten, den Gewinnern vom letzten Gewinnspiel. Aber wir werden nicht nur da irgendwie ein bisschen im Wald rumflötzen und ein bisschen Mountainbiken und sagen Tralala und Hurra. Nein, Blumen. Die Burschen müssen auch eine kleine Aufgabe erledigen. Und was das genau ist, die werden wir dann noch im Video rausfinden. Jetzt fahren wir mal. Komm, einsteigen, wir fahren. Gehen wir. Die werden sich freuen, wenn die Blumen... Hallo? Hallo? Hat mich der jetzt vergessen? So, wir machen uns jetzt auf den Weg zum Grumbacher Hof. Dort warten theoretisch schon die Gewinner vom letzten Giveaway. Was denen blüht, das wissen die noch nicht. Und was wir vorhaben, das weiß ich selber noch nicht. Aber wir werden es rausfinden. Sind schon alle da? Das ist super, du Rafa. Ja, freihändig. Ah, oh, super. Ich nehme keine Regenjacke mit. Ich würde auch keine Regenjacke mitnehmen. Das ist viel besser, wenn man wenn man richtig nass wird. Richtig. Mein Regen macht schön. Ja. Wie kalt hat gerade? Du fährst sonst mit Rennrädern. Ja, genau. Ist nicht mein Revier, aber macht Spaß. Fahren wir? Ja. Wenn alles schwarz geht, sehen wir sie sogar heute noch einmal. Du, der ist echt steil. Ui, erste Panne. Aber was hat denn das gerade? Ja, wenn er ausgehalten ist, dann hört man gar nichts. Ich kann gar nicht wegschauen. Das ist so schön. Ich liebe das. Haben wir den ganzen Winter sauber durchgebracht. Jetzt weiß ich, warum ich so Tränen in den Augen habe. Das war der Kotflügel. Ja, seid nur nein. Bipsen, wenn es da oben rot blinkt, ah, ja, jetzt dann nimmt er auf. Okay. Geh! Scheiße! Jetzt wäre der Fall für Segel. Also wir heben ihn am Deck. Wir heben weg. Okay. Jetzt fahren wir gleich ein Stück rauf nochmal. Alles schlammig, das ist ja, ob es bei den anderen auch gerade so schlammig ist. Da
Das Schöne an einem Uphill ist ja nur, dass es so schön bergauf geht. Vor allem, wenn man so tut, wenn man nicht wissen würde, wo man eigentlich hinfährt, ist es für die Mitfahrer noch schöner, wenn sie glauben, man fährt komplett sinnlos bergauf. Ich habe das da anders in Erinnerung, muss ich zugeben. Weiß. Ja, wir fahren einfach. Solange wir bergauf fahren, sind wir nicht falsch. Kein Uphill ist sinnlos, jeder Uphill ist... Abhit, ne? Schief geht, weil es irgendwen aufschmeißt, dann aufhalten. Ja, ja. Nicht der Frontlauf, die Kamera abschalten. Blut, gleich hinrennen, mein filmen, Blut, mein Blut und mein dann die Rettung rufen. Und wenn ich jetzt hinfahre, wer filmt das? Du, selbst. Scheiße. Das ist dann leichter, weil du brauchst nicht hinlaufen, du bist schon dort. Ah. Ja, geh runter. Du hängst mit dem Pedal dran. Ja. Jetzt kommt er gleich, ganz bestimmt. Also wenn man da mittendrin abschneidet, hat man auch das Schlüssel. Hast du mehr Problem damit? Ja. Wie geht's denn da runter? Ist da locker. Also das ist nur grün, oder ist nicht? Das ist so schön fließend. Lassen Sie das mal das ins Wasser. Wenn man umfällt, dann wird's lustig. An die Option habe ich noch nicht gedacht, aber dann wird es vermutlich mehr wie nur fußnass. Ich bin nicht so fit da mit Fahrradfahren, weißt du? Die volle Heldengruppe haben wir da. Nimmst du jetzt Anlauf? Mit Anlauf. Mit Anlauf geht alles besser. Jetzt fahren wir alle fünfmal im Kreis, bis es schwindelig wird. Die falschen Fuß untergeben. Was? Die können wir den Kopf nicht auskugeln. Der ist so schnell. Ja, dann weiter geht's. Haben wir schon besser? Die sind sicher schon oben. Derzeit wäre ich oben und schon wieder herunten. Ich meine, eigentlich bin ich eh herunten. Also. Einige Zeit zuvor sahen wir vom Gegenhang eine Herde Kühe und sagten, da müssen wir rüber. Vorher müssen wir runter, drüben müssen wir rauf, aber dort müssen wir rüber. Ja, die Kühe waren eher schlanke Kühe, also die Kühe waren ja eigentlich gar keine Kühe. Ich krieg zwar immer so Pusteln auf die Finger bei meiner Asphaltallergie, aber manche Transferpassagen muss man halt. Außerdem, der Vorteil ist, man kann das Panorama und die Aussicht genießen. Auch ganz schlecht. Yeah.
Zwischendurch trafen wir uns mit einer zweiten Gruppe, die an dem Tag ebenfalls unterwegs war, und hielten Einkehr bei einem Schafbauern in der Gegend auf eine kleine Jause und eine kleine Stallführung. Wenn es schnell wird, selber langsamer werden. Jeder fährt so schnell wie er will oder nicht wie er will. So schnell wie er kann. Fahr nicht so schnell. Und wer denkt, dass er schneller kann, soll langsamer fahren, bitte. Weil es ist jetzt schon 17.30 Uhr, wir sind viel unterwegs gewesen. Ja, sieben Stunden sind wir unterwegs. Oder wir haben eine Pause gemacht, ja. Ich habe eine Pause gemacht, aber wir sind auch. Sie wurden rauf und runter gescheucht. Eigentlich wurden sie nur raufgescheucht, damit man sie wieder runterscheuchen kann. Und bei manchen Abschnitten musste man sogar, damit man sie mehrmals filmen kann, ratet mal, ja. Ja, und das war ungefähr die Stelle, wo dann die GoPro liegen gelassen wurde. Ich voll Honk. Aber kurz nach 1:45 in der Nacht begab ich mich dann nochmal hinaus auf den Kraxenberg und suchte. Und ich habe sie gefunden. Jetzt noch der Akku ist fast leer. Ja, und lauter Schnecken sind auf dem Ding. Leck mich im Arsch. Sind wir froh, dass das Ding wieder da ist. GoPro gefunden, 1.17 Uhr in der Nacht, aber sie ist wieder aufgetaucht. Hurra! So, und jetzt abwärts und retour. Jetzt muss man weiterfahren. Da wo die Alter sind, da dazwischen links rein. Jetzt macht er so einen Haken noch und dann sind wir fertig. Was ist da hinten? Ja, genau, da hinten habe ich Spaß im Park. Weißt du, wir fahren dorthin, du machst dann hin. Ihr fahrt dorthin, ihr ruft es mir dann an, wenn es dort ist, und ich mache dann schnell ein Foto. Für die Rodelbahn dann, was ist das? Können Kinder Eis essen, bis einer schlecht wird, dann gehen sie rutschen, dann gehen sie kotzen und dann können sie weiter Eis essen.
Also, dass das so lange dauert, bis mit der wieder abholt. Rollen wir mal runter und schauen wir. Alles Krumbach da, oder? Ja, und Kirche und wie viel von Kirche wird es aus? Also das gelbe Ding da rechts. Ja. Wir alle hören gerne Geschichten am Lagerfeuer, bei Freunden, bei einem Bier im Wirtshaus. Aber oft sind es nicht die Geschichten selbst, sondern die eigenen Erfahrungen, Erlebnisse, die einen Tag unvergesslich machen. Und zumindest für mich gab es an dem Tag unzählige Erlebnisse, die mir noch sehr lange da hinten drinnen hängen bleiben werden. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Vor allem an die drei, die wirklich voll mit dabei waren und mitgelitten haben. Ich hoffe, wir haben ein bisschen was gelernt und es war auch ein wenig unterhaltsam. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, passt euch auf, bleibt wie ihr seid. Tschüss, Baba und ciao. Wie üblich ist der Kaffee leer. Und ich schaue mir jetzt das Video gleich noch einmal an. Ha, ha, ha. Und falls sich jetzt jemand fragt, was ist mit dem Typen mit dem roten Helm eigentlich passiert? Bin neugierig, ob der dann endlich wieder kommt. Ist ja Wahnsinn. Das ist jetzt die Outtakes-Aufnahmen kommen jetzt. Ja. Wir filmen das, aber du schneidest raus. Richtig. Wir verwenden es nicht einmal. Warum filmst du dann? Heute gibt es eine Tour mit ein paar Abonnenten, die nämlich beim letzten Gewinnspiel auch ein bisschen was gewonnen haben. Ja, und wenn es ihm den Matthager runterfetzt, dann zuerst lachen, dann die Rettung. Und dann Muthucker sagen. Und dann Muthucker. Muthucker. Gelegt wieder. Seid ihr bereit? Was ein gutes Zeichen ist, was das heißt, in die dümmste Sau auf Erden. Da war jetzt kein Batterie drin und keine Karte. Ich hab sogar Film eingelegt. Ich bin nicht auf Aufnahme gedrückt. Ohne Scheiß. Ich bin jetzt da. Na, ist das Radl schier? Bist du narrisch? Dass wir so spät heimkommen, habe ich halt nicht gedacht. Dass ich mir so früh gekommen, habe ich mir nicht gedacht, weil letztes Mal sind wir immer im Finstern heimgekommen. Ich hoffe. Wir haben jetzt schon schlanke Kühe gesehen. Das war ein Pferd. Und jetzt sehen wir kleine Kühe. Ja, tu mal draufbieseln, wie gesagt. Das draufbieseln und dann sagst du beim Strom drin. Und dann sagst du, ob der dann. Nein, ein Kumpel hat es schon geschafft. Ja, ich. Der ist nämlich unten gewesen, der ist umgeschmissen gewesen, der hat es nicht gesehen. Der ist im Rasen gelegen und pinkelt da drauf. Ja, rechts, oder? Da war. Sag doch, du, zwei Wochen willst du von der Freundin nichts wissen. Darf ich da kurz? Bitte. Und was ist das für Geschmackrichtung? Ich glaube, das ist scheiße. Oh.
Das geht eben. Ich weiß es! Hast du den Schiebemodus entdeckt? Ich hab's entdeckt, Walk. The Walking Dead. Aber mit A. The Walking Dead. Ich glaube, für alle war es ein Riesenspaß. Auch wenn man währenddessen oft gemeint hat, der Typ spinnt ja komplett, das müssen wir da schon wieder rauf. Wir waren ja gerade oben, jetzt sind wir runter, das müssen wir nochmal rauf. Alter, der Typ spinnt komplett. Aber nur bis, ja, dort wo er ist. Weiter brauchen wir nicht. Okay. Weiter geht's auch so nicht mehr. Richtig. Ich habe sie in ihren Gesichtern gesehen, dass sie sich genau das denken. So, jetzt können wir Kamerakindwechsel machen. Ja, der ja, ist das schön. Aus, jetzt haben die Schrotflinte. Also Hemedeck, Schnitzel und Gulasch gibt es nicht, ne? Nur der Maracuja, Zitrone. Ja, genau. Ja, da ein ganz scheiß im Schuh. Das ist das Schlimme, da gehört eigentlich der Gummibaggermasch drüber, die 510, die füllt sich grundsätzlich. Deshalb habe ich eigentlich lieber. Aha. Und wir haben wieder Stiere und das Stier. Das tollwütige Wachen oder so sagen wir denn. Tollwütige Bauern. Tollwütige Bauern. Aber nicht runterfahren. Warum bleiben wir? Trinken Sie kein Bier mehr, sondern irgendwelche Grapefruit-Smoothies und irgendwas. Und dann ist auch so rumdiskutiert, ja, ich kann das auch nicht, ich habe diese Intoleranz und dann eine, oder am Schluss, also jetzt Prost, aber ich krieg doch die... Jetzt bist du auf links. Ja. Ganz anders. Warte, Shimano dreht. Ach so, ist das kein Shimano? Warte, das ist lauter gefährliches Equipment. Scheiße. Ja, nur 165. Lukas, du bist echt mit drin. Erholt mich. Erholt mich nicht. Erholt mich. Erholt mich nicht. Und weißt du was, vergessen hast du heute Morgen Kaffee mit uns zu trinken zusammen. Ja, ihr wart viel zu früh ich bin und geworden. Ich zu spät. Also das war so manche wird sich jetzt fragen, und welche Aufgabe war da zu erledigen? Nun, einerseits, hallo, Kamerakind, aufgefallen, die Kamera wurde durchgewechselt, jeder darf, jeder musste eigentlich sogar einmal Kamerakind spielen. Und die zweite Aufgabe, die noch zu erledigen war, tja, es gibt ja auch noch eine zweite Ausfahrt und wir wollen nicht, dass die von der zweiten Ausfahrt wisst, also... Ich hab sowieso ein Problem. Ich hab nur einen Kaffee gehabt und war nicht auf der Toilette. Ich hab die Tasche sogar dabei. Sollen wir jetzt die Kamera einschalten oder das Pinkeln nicht filmen? Das gehört dazu. Das gehört dazu, sagt er. Du glaub mir, im Wohnmobil-Klo ist es besser, wenn du dümpfst, als die, wenn du verstopfst. Stürze gab's am D-Tag, also eigentlich. Keine. Spektakuläre Stürze gab es keine. Bis auf das, dass ich im Stehen während dem Warten auf die andere Gruppe umgefallen bin wie ein nasser Sack. Ihr pinkelt mit Gesicht Richtung Tal. Gegen den Wind. Gegen den Wind, so wie es geht. Ne? Freihändig, Hände am Rücken, gegen den Wind. Naja, was macht man? Komm mal zu. Ja, dich sieht man nicht, du stehst mitten im Gestrüpp. Eigentlich muss man zwischen die Häuser, ich verstehe nicht. Jetzt sind wir vorbei, glaube ich. Ja, sind wir wahr. Ich glaube, das ist der Hund, ist der Weg. Das hat ein bisschen Verzögerung gehabt. Das ist das, was der Weg ist. Mein Gott, hat mir jetzt Angst gemacht. Wo ist der Kollege? Fahr mal gemütlich. Ja. Immer gemütlich. Rollen wir mal runter und schauen wir. Rollen wir runter, was soll's? Oh, jetzt habe ich den Motor einschalten müssen. Soll ich auch drauf? Hat das irgendeine höhere Bedeutung? Ja, wir beten den Mann mit dem weißen Kittel. Also
so. Ich war so, ah, Doktor, yeah. Darf man aber nicht so. Wenn man das hier. Jetzt fallen wir alle um, oder kriegen 5.000 Kamera nicht vergessen. Da war was.